Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play GregTech New Horizons und mit mir die lieben Salen, der lieben Blue Jenny. Hallo und hallo. Und dem unproduktiven Flame. Hallo. Als ob du das noch nicht hattest. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr sicher, wo ich das ausgesprochen habe. Ja, wir hatten in der letzten Folge, wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass ich ja ein paar Kabel zu wenig habe und mich das langsam nervt und so weiter. Dementsprechend habe ich jetzt beschlossen, ich baue den ME-Kern um. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass wir immer zu wenig Channel haben. Deswegen baue ich den jetzt um. Heißt, ich brauche... Hat sie wohl noch nicht. Ah, interessant. Hat er auch. Jetzt hatte ich es. Genau. Heißt, ich werde den alten ME-Kern, der jetzt hier steht, quasi versuchen umzuziehen. Dafür brauche ich eigentlich... Was kriegt der? Ein Smoking oder auch ein Anzug? Wusa. Wusa. Der war nicht schlecht. Wusa. So, 30 von denen. Weil ich so gute Witze bringen kann. Nein. Nein, was neun? Plus. Da, Extruder. Gut, dann kriege ich da jetzt gleich die Gears raus, weil dann werde ich nämlich direkt EV-Turbinen bauen. Dann Fluid Export. In einen Tank rein und von da mit Conduit. So, genau. Das ist jetzt die Idee. Das bedeutet, wir werden jetzt nämlich hier drüben, wo wir dann hoffentlich final den Kern hinstellen, ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein, werden wir jetzt hier den neuen Kern stückweise aufbauen. Wir werden logischerweise, oder was ist logischerweise, wir werden im Laufe der Zeit natürlich dann auf die Tunnel und Co. umsteigen. Aber jetzt am Anfang ist das nicht ganz so einfach. Nennen wir es mal so. So, hier kommen jetzt aber die Kabel alle weg. Ups. Da ist jetzt gerade die Decke auch weggekommen. Egal. Denn ich möchte hier gerne das hier machen. Da kann ich nämlich da auch gleich neue ranlegen. Und hier den quasi anschließen. So, ich weiß gar nicht. Kann ich den jetzt hier auch ein bisschen breiter dann schon machen? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber, so sollte es gehen. Wie soll ich überhaupt arbeiten und im E-System? Ja. Im E-System sollte jetzt wieder an sein. Ich habe es gerade auszusehen kaputt gemacht. Achso, ich dachte, umziehen. Oh, das kann was schwer werden. Nee, tatsächlich mache ich es extra gerade so, dass das andere System weiter erst nochmal anbleibt, bis ich es komplett umgezogen habe. Also bis ich quasi das andere soweit steht. Wie gesagt, ich will auch auf EV-Turbinen umsteigen. Erstmal jetzt noch diese. Ich weiß, ist eigentlich doof. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig bis keine Lust, komplett zu warten. Bis wir das Benzin und sowas fertig haben. Wie gesagt, ich will den Umzug jetzt fertig schrauben. Deswegen, cool. Naja. So. Also ein... Ist das nicht mehr an? Doch, das System ist an. Jo. Also, dann kommen die bitte einmal hier rein. Und komm. Leute, lasst's mal.
Ach Gott, das ist schön. Ich brauche noch die Small Titan. Genau, also Flame macht nebenbei den. Oder einen. Ja, wie heißt das Ding? Genau, Alloy Blast Smelter. Da wir nämlich ja, ganz viele komische Sachen brauchen und die gehen im Regelfall alle nur im Alloy Blast Smelter. Deswegen baut er das Ding gerade oder automatisiert es, damit wir es später auch noch benutzen können. Yay. Und ich mache wieder die einfachen Aufgaben, so wie immer. Bitte Gold darfst. Bobby, wir brauchen Gold. Mal Gold rein. Ist schon wieder alle? Gold darfst, ja. Ich hole dir kurz Gold. Wie heißt das? Ich hab's vergessen. Hams. Du hast ein bisschen Golddust? Nee. Also vielleicht habe ich jetzt das Erzverarbeitungssystem abgeklemmt. Ach, die meinst du ins Hedge haben wir gar nicht automatisiert wegen der. Nee, die geht nicht. Tatsächlich. Aber wie gesagt, der Rest sollte größtenteils alles automatisiert sein. Ja, ich war nur gerade überlegen, hä, wo ist es? Wie heißt es denn? Warum finde ich es nicht? ach. Die Rods kann man auch nicht machen. Willst du mich veräppeln, ey? So. Ja, wie macht man die Rods dann am einfachsten? Komm, Boostchen. So, dann muss ich nicht die ganze Zeit danach suchen. In der Lave oder da im ist kein Tindust mehr drin. Was machst du damit alles? Gar nichts. Es ist nicht mehr angeklemmt, das System. Ah. Warum tust du? Weil ich doof bin. Und ich habe jetzt keinen Bock, das Kabel neu zu legen. Deswegen musst du jetzt warten. Alles gut, kein Problem. Ich hab's vergessen. Säge, danke. Spricht was dagegen, die EV-Combustion-Generatoren zu automatisieren? Also, nein. Ich hab nichts dagegen. Gut. Außer, dass wir anscheinend keine Pattern mehr haben. Ah, doch. So. Hier bist du doch komplett angeschlossen, sagst du. Bitte? Das System war jetzt komplett wieder angeschlossen? Nein. Wie gesagt, ich mache es auch gerade nicht. Sampler. Da, Molekular Sampler. Dann brauche ich Titan Gears. So. Die einmal. Das Ding. Das Ding. Ich brauche die Platten. Ich brauche die Rods. Und ich brauche die kleinen Dinger. Coils, gibt's davon mehrere? So. Wir haben Blast Furnace. Coils und Blast Furnace. Und auch mehrere. Davon Fluid. Muss ich Alloy mir mal Blast eben. Smelter. Alloy Blast Smelter heißt das Ding nur, oder? Ja. Ja. Glaub nicht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt auch sagen, das ist fest, was da drin ist. So, dann. Gear. Einmal. Ich brauche einen Kran. Ich. Okay. Was stehen die gerade so? Ja, Flame? Ich brauche mir Uran-Dust.
Wo brauchst Uran-Dust? Für die Coil-Dinger da. Für die Step-Alloy-Kram oder was? Ja. Die Coils davon. Oh. Automatisier die aber bitte. Ja, hatte ich vor. Okay. Nee, ich meine nur, weil dann brauchst du sie nicht unbedingt. Darum geht's. 5 Stück. Es fehlt. Das. Okay, damit kann ich leben. Neodin irgendwas. Haben wir die überhaupt schon? Haben wir einen 12er Mixer? Weißt du, welches Rezept drin ist? Du fischst Black Steel Dust? Dann bleiben nicht mehr viele übrig. 25er Variante? Es ist 14. Hä? Ah. So, da sind wir wieder. Das Mikrofon meinte so, nope, ich gehe in den Urlaub. Wenn ich es richtig gesehen habe, fehlt ungefähr eine Minute von meiner Stimme sozusagen. Dann dürft ihr euch der lieblichen Stimme von Flame alleine anhören. Oder euch antun, je nachdem. Oh, hätte ich das gewusst, das wäre eine schöne Minute geworden. Also, für mich. Ja, für definitiv. Natürlich nicht. Nee, also ich werde es wahrscheinlich drinnen lassen, ich muss mal gucken, aber wir haben jetzt auch nicht was, weiß ich, wie viel, gemacht, nenne ich es jetzt einfach mal. An sich hat Flame eigentlich nur einen Mixer gesucht und ist verzweifelt, weil das richtige Programm nicht dabei war. Und genau, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Sag mal bitte, Black Steel Wire können wir wenigstens herstellen? Nein, natürlich nicht. Ach, verdammt. Was im E-System für... Ah, das fehlt ne... Weiß ich, was das System aus meiner Tasche geklaut hat. Raubendreher. Also das ist alles drinne. Was? Ja, also es wird nichts rausgesaugt, falls so, du das nein, denkst. Nein, wegen Dingens hier. Richtig. Da kannst du mal. Och, nö. Obwohl, ist egal. Die Capacity Card. Och shit. Ich will jetzt keine neue Wire Mill aufstellen. Verdammt. Irgendwann müssten wir mal genug Maschinen stehen haben für alle Rezepte. Ja, so in etwa. Ich hab jetzt auch schon wieder Power aufgestellt. So, dann klaue ich da jetzt die Karte und da kommt ein neues Interface dran. Fertig. So, Wiremill. Wo bist du denn, dass ich dir so eine Karte geben kann? So. Dann einmal hier so eine nette Karte. Ach, ist das schön. Da war noch ein Platz frei. Rein zufällig. Tobi, wenn du unten zum Mixer gehst, stell mir doch Rezept 12 ein, weil ich glaube, ich vergessen habe. Was? Ah, bist schon wieder da. Ich gehe schon. Ich bin gar nicht runtergegangen. Ich bin schon da. So, das heißt, an sich brauchen wir noch Black Steel, was hergestellt werden muss. Ja, das läuft. Okay. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum wir Black Steel noch nicht automatisiert haben.
ist ein schönes Rezept. Black Steel Dust haben wir wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Doch. Hä, warum haben wir Black Steel Dust, aber Black Steel nicht automatisiert? I don't know. Ja. Muss man jetzt nicht verstehen. Ne? Tatsächlich, ja. Oh, das war eine Abkürzung zu viel. Das passiert mir auch die ganze Zeit. So, dann Neodym. Wie stellt man das her? Im Black Furnace. Ohne irgendwas. Das ist nett. Und das Dust davon stellt man gar nicht her, so wie es aussieht. Ach so, das ist ein Erz. Welches wir noch... doch, Bastnazite-Gedöns, da kriegen wir ran. Okay, das heißt, das gehen wir einfach mal davon aus, dass es Basis ist. Das heißt, einmal runter. Hätte ich eigentlich auch schon viel früher machen sollen. Einfach ein Loch runter und fertig. Gut, dann Aluminiumkabel. Die Wire haben wir doch bestimmt schon, ja. Aber nur die einfachen, nicht die mal zwei. Uah. Gut. Dann im Assembler. Einfach so. Dann die mal zwei Kabel ergeben das. Ich habe keine Pattern mehr. Ja, Ton ist noch an. Nein, ich bin jetzt nicht panisch. nein, ich wollte hier... Meinst du? Ja, noch bin ich nicht ganz panisch. Kabel da. So, kann ich jetzt einfach mal 5 Combustion Engines anfordern? Ja, kann ich. Danke sehr. Warum nicht gleich so? Boah, das wird ein Spaß, das alles durchzusortieren, was wir alles nicht mehr brauchen und später. Was ist? Titanium Gearbox Casing. Du kannst es nicht automatisieren, du brauchst dafür Werkzeug. Für was? Ja, für die Blast Smelter Heat Coils. Das sind damit, brauchst du Titanium Gearbox Casings. Und dafür kannst du nur in einer Werkbank mit 2 Werkzeugen herstellen. Dann automatisieren wir alles außer das. Eventuell ist es in dem neuen Update gefixt. Und ja, wir haben noch nicht geupdatet. Schande auf mein Haupt, ich weiß. Ja, Schande. Schande. Flame wollte ja nicht. Du wolltest nicht. Flame wollte nicht. Tobi, ich hab das schon quasi alles automatisiert. Hä, wie das denn? Angeben, du das mal gemacht hast. Werkzeugen habe ich noch gar nichts automatisiert. Werkzeuge automatisieren? Mit Werkzeugen. Ich habe das immer geskippt. Du dachtest alles andere. Ach so, okay, ja. Damit, ja. So, das heißt, ich möchte hier gerne den Energy Acceptor haben. Hier nach oben. Das heißt, hier 3-4 Stück rum. Dann würde ich den... wie mache ich das jetzt am besten? Das war eine Ebene zu weit. Fallen wir nochmal. Warum ist da schon wieder ein Loch direkt nach... straight nach unten? Die Löcher, die hast du gebuddelt. Nee, ja, aber ich hab den, der straight nach unten ging, wieder zugemacht, sodass er wenigstens ein Feld laufen muss. Als ob die Zwischenebene so. Muss. Export, dann. Da Alter, die beiden Conduits. Bobby. Ja.
Es funktioniert sogar mit angebrochenem Werkzeug, das herzustellen. Einfach in ein Ding rein, oder was? Ja. Okay. Einfach reingeben. Der nimmt irgendein x-beliebiges Werkzeug. Hauptsache, wir haben's. Der kennt alles. Interessant. Der hat's gerade hergestellt. Ich weiß, früher hat's bei mir auch, also bei dem noch älteren, nie geklappt. Ja, hier, Unleashed, Ultimates, weiß Gott was. Dann könntest du aber, wenn du möchtest, den Muffler auch automatisieren. Muffler? Maintenance Hatch, Entschuldigung. Achso, Weil das der das einzige cool, Grund, ja. Warum der nicht automatisiert ist, war wegen den Werkzeugen. Aber wenn das anscheinend jetzt geht... Kann ich das... Sorry, dass ich die Zwischenfrage stelle. Kann ich Chromium Ingots, alle, die wir hier haben, mitnehmen? Ja. Ich brauch sie aktuell nicht. Ich auch nicht. Wir haben ja leider Gottes 17 Uhr. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Musst du gucken, sonst musst du halt noch Chromium wieder machen. Wir können aber auch sonst gerne nochmal eine Thorncraft-Session zwischenschieben. Ja, und wie mache ich Formium? Über Thorncraft zaubern? Nein! Ja, ich habe auch schon was hergestellt. Ist okay. Alles gut. Ich krieg's hin. Ich werde heute Abend auf der Couch schlafen müssen. Moment. Ich krieg's hin. Jenny. Eigentlich ist dein Element. Nein, wenn du es mir jetzt erklären willst, hau ich dich. Du bist einfach nur vom Kessel. Du bist auch so ein Kessel. Steh auch mal davor. So. Also. Ja, Flame, darf ich einmal das ME-System quasi tot machen? So hoch skaliert. Moment. Ich halte schon was. Nee. Das war einer zu weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, echt. 16, okay. Bobby. 16 ja. Dieser Coils kostet insgesamt 210 Titan. Jo. Darf ich das im E-System denn jetzt, bevor du irgendwas startest, ja. Killen? Meinetwegen darf das. Ja, das Stub Alloy Dust funktioniert irgendwie noch nicht. Das läuft im S. Ja, ich hab's jetzt abgebrochen, weil. Wie gesagt, ich müsste jetzt einmal den Energy Acceptor haben. Dann muss ich jetzt mal eben gucken, wie ich das am sinnvollsten mache. Hat sich falsch dran gedreht, oder? Shit. Ah, hier ist noch diese. So, das heißt... Das einmal weg, das einmal rein, mal eben Starthilfe geben. Und das System läuft. Wie lange habe ich noch? Dann für was? Flame? Ach so. Bis wieder an ist. 5 Minuten maximal. Okay. Ich muss jetzt nur mal eben überlegen, wie ich jetzt hier die Kabel möglichst wenig dumm verlege, dass ich die nicht wieder direkt verlegen muss. Alles klar. Du kannst mir dabei auch gern helfen, wenn du möchtest. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Eine Bezahlung steht da auch nicht drin, ne? Ja. Merkst du die Probleme? Das sind ja nicht meine Probleme. So. Aber du könntest mir eigentlich mal zumindest eben helfen, die alten Kabel abreißen. Oh je. Yeah. Aber klar. So, dann muss ich hier irgendwie ein Kabel hinkriegen. Genau.
Dann hole ich mir schon mal die alten Kerne hier. Ja, ist nur die Frage, wie ich die da jetzt rauskriege. Warum zum Teufel haben wir einen Zombie in der Ecke? Haustier. Ist ein Haustier. Gib doch einfach beide. So, dann. Wo bist du denn gerade abreißen? Hinten beim neuen Zentrum. Beim neuen Zentrum. Mir ist schon bewusst, dass du deine andere Zeit mitrechnen musst, sonst hast du nur eine sehr lange Folge. Ja, das weiß ich, aber ich mache den ME-Umbau jetzt fertig. So, cool. Dies Kabel. Aus. Welches was? Von hier hinten. Ja. Einmal komplett den ganzen Weg durch, muss mal gucken, bis wohin das geht. Irgendwo ist es am Kern angeschlossen. Frag mich aber okay. Bitte nicht wo. Das mache ich gleich. Ich hole kurz mal meinen Magneten, oder? So, warum habe ich jetzt hier nur 8 Channel? Hey? Das normaler Tier, weil die Nippelchen dran sind? Cable? Ja. Das sind Cable-Anker, dass sie sich, ja, dass sie sich nicht verbinden. Ah. Ich dachte genau deswegen sind sie gerade verbunden. Tschüss. Ja, auf den Stuff unterzujubeln. Also anscheinend habe ich ein Channel hier zu viel vergeben. Oder? Nee. Das sollte noch passen. Jetzt fangen die Probleme schon an. So, und Flame, wenn du gerade da bist, ich gebe dir gleich noch ein zweites Kabel hier mit. Wo ist da? Das war einer zu tief. So. Das Reservoir hier unten. Ich dachte gerade, wer hat denn hier ein Aquarium aufgestellt? Ja, ich wollte ein paar mehr Haustiere haben. Aber Jenny erlaubt es mir nicht. Bin ich dir nicht Haustier genug? Kabel ist abgebaut. Sage ich jetzt nichts zu ohne meinen Anwalt. Du hast 109 Kabel dazu gewonnen. Ja, und hier ist noch ein zweites, was du auch nehmen kannst. Hier, das. So. Also muss halt nur immer aufpassen, falls da noch irgendwie Abzweiger sind oder sowas. Ja, doch. Nein. So nicht, sondern so einfach. Fertig. Ja, ich muss die Dinger doch noch nachher wieder einmal umbauen. Shit. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ohne nochmal komplett umbauen da rumkomme, aber sieht nicht danach aus. Das tat weh. Boah. So. Dann ist das jetzt angeschlossen. Und sind da irgendwo noch Abzweiger? Ja, ich. Nee. Hä? Wo sind hier denn noch Abzweiger? Für dich. Danke. Wieso habe ich immer wieder einen Herzschlag? Das ist vom Craft. Ach, das ist, wenn der Killer näher kommt. Dann steigt der Herzschlag. Okay. Hatten wir da die 32 Channel noch gar nicht voll? Oder gehen die hier irgendwo noch mit komischer Weise ab? Na, scheinbar nicht. Komisch. Hä, als ob wir da die Channel noch nicht voll hatten. Alles möglich.
Touché. Mann, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ja, nicht so. Ich empfehle dir eine Tür. Gut, dann habe ich den ganzen Kram angeschlossen. 31 von 32 Channel angeblich. Okay. Okay. So. Jetzt ist die Frage, wo geht das hier unten runter? Das geht nur hier dran. Hä, dann kann das doch noch gar nicht voll sein, das Kabel. Und ja, ein ME-Systemumbau ist mit mir schwer. Achso, ja. Da ist der andere Anschluss. So, und ein normaler Umzug ist noch schwerer mit mir. Ja. Und mit Jenny unmöglich. Es ist möglich, sonst würde es ja nicht stattfinden. So. Ohohoho. Die alle einmal raus. Flame. Ja. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Voll Schreck. Ja, das ist sogar wirklich Schreck. Moment. Schau kurz nach. So. Gibt's nicht. Ich kann ja einen Schredder bauen. Der fängt zumindest auch mit den ersten Buchstaben an. Tu mich ja auch. Komm mal nach hinten zum Zentrum. Emine. Ja. Flame? So. Ja. Packe ich neue Aspekte auf den Zauberstab. Null Schimmer. Rechtsklick auf eine Aura Note. Ja gut, Flame hat sich erledigt, mache ich eben selber. Cool. Du bist mir zu langsam. Dann da unten bei dir. Ich weiß. Okay. Trotzdem bist du mir zu langsam. Gut, die Sachen sind alle wieder angeschlossen und wir haben hier mal wieder Luft. Dann, jetzt habe ich aber eine Aufgabe für dich. Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Du rufst mich nicht umsonst? Nein. Oder ich ja? Ich vertraue dir nicht. Jetzt bin ich verwirrt. So, was ist? Ja, ich verstehe gerade nicht so ganz, wie hier die Kabelführung ist. Gut, dann mache ich es alleine, wenn du nicht willst. Doch, ich kann. Achso, ja, dann komm her. Ja, gut. Bist du? Unten beim alten ME-Kern. Das hört sich so an, als ob du da warst gerade. Nein. Achso. Aber in der Nähe. Zumindest ist Nähe. Ja. Die Dinger drüben beim neuen Kern. Ein neues Kabel abzwacken lassen und alle einzeln aufstellen. Und warte, den kannst du auch. Komm mit zum Zentrum. Ich bin gerade am Überlegen, wo das am dümmsten ist. Kann nicht mehr rennen. Hier drüben. Die Dinger jetzt nicht dabei. So. Hier bitte alle einmal einzeln anschließen. Das sind die Crafting Cores, die wir haben. Ja, ja, wie meinst du einzeln? Meinst du so? Nein, jetzt hast du die als eins angemacht. Immer einen Block dazwischen. Weil sonst wird das ein großer Unit. Kannst auch oben drüber noch. Also diagonal geht auch, die dürfen nur nicht direkt aneinander sein. Was zum. Okay. Ich wäre zu alt für sowas. Ja. Ja, Co-Crafting muss an eine von denen mit ran. Achso. Gut, und den anderen einfach auch irgendwo damit ran. Das, was ich dir noch gegeben habe.
Gut, so, was muss noch umgezogen werden? Auf das System, oder? Nein. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das System am besten jetzt hier umbaue. Hast du schon? Ja, das Problem ist, wir brauchen jetzt nämlich ein dickes Kabel hier rüber komplett gelegt. Das heißt, wir hätten es auch einfach liegen lassen können. Uff, dein Ernst? Ja. Ja, ich habe jetzt halt keine Lust, alles, den ganzen Kleinkram alles auch umzubauen. So, ich habe ganz schön Mikrolecks gerade. Der ganze Kram geht da alles runter. Okay, hier muss doch ein Dance Cable einfach bleiben. Ich glaube, das sollte es jetzt dann gleich gewesen sein. Wir brauchen einmal gleich einen Kickstarter. Aber ich glaube, grundlegend sollte es das jetzt gleich gewesen sein. So, oh, schon wieder nach oben. Meine Güte, ist das anstrengend gerade. So, das ist da alles verbunden. Dann müssen wir den ganzen Kram noch einmal mit anschließen. Den Kram nach da unten müssen wir auch noch mit anschließen. Ach du Schande. So. So, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Das war intelligent. Nicht. So, dann ist der ganze Kram angeschlossen. Dann machen wir es so. Dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Und dann muss der Wisch hier noch mit angeschlossen werden. Flame, ich habe jetzt tatsächlich eine Aufgabe für dich. Okay. So, das ist der da drüben im Clean Room. Einmal beim alten ME-Kern. Oh, jetzt kann es aber gut Strom kosten mit Pech. Ja. Die Interface. Nein. Warum nein? Also, warum habe ich ein Fluid irgendwas in der Tasche? Vielleicht von mir noch. Mein Magnet war sogar aus. Ach so, das war das Ding, was ich dir zugeschmissen habe. Das soll auch da hinten noch einmal oder so. Ja, hier, diese ja. Interface alle. Ja, Moment. Kannst du das ME-System mal kurz anschmeißen? ich kann es tatsächlich gleich anmachen. So. Ich brauche nur einmal das wär ein wenig dies. Warum steht hier eine Eisenkiste mit irgendwelchen Kram drin? Keine Ahnung. Das ist bei deinem ME-System, also. Einem? Bei dem kleinen ME-System. Ach so, ME-System. Du meinst bei den Ärzten da drinne? Ja. Ja, das ist meine Zwischendurchkiste, wo ich Ach mein so. Mining-Backpack entleere, ohne einfach jedes Mal eine Dieselzelle reinschmeißen zu müssen. Ui. Ich bin nur ein halbwertiges System. Da denkt jemand nachhaltig. Hey, ja? Jeder Tropfen so. Diesel muss gespart werden. Streng genommen, ja. Und ich weiß, wir haben jetzt gleich eine 40-Minuten-Folge, aber ich will den Umbau wenigstens fertig haben. Ach ja. Ja. Apropos Diesel. Och, ein Auronaut. Offenbar kann ein Trecker kein Gemisch gebrauchen. Obwohl die normalerweise alles fressen. Nein, schon das lange nicht mehr. Wollen die wohl nicht. Ich habe ja extra gesagt, das kann auch so ein ganz, ganz, ganz alter Trecker sein. Ich glaube, das sind die Besten. Die machen das. Ja, die nehmen das mit. Ja. Die nehmen gefühlt alles. Wie kannst du das demnächst nicht gebrauchen? Nein. Das ist ein ganz, 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 ganz alten Trecker. Nein, brauche ich nicht. Ich will deinen Müll nicht haben. Dann kommen also sämtliche Maschinen mit so einem halben Meter Spannweite dran. Und dann setzen wir dich auf ein 10 Hektar Feld aus.
Nein. Du könntest innerhalb der nächsten 7 Monate wieder zu Hause sein. Wie wär's mit nein? Warum denn nicht? Weil ich lieber das ME-System jetzt anmache. So. Das hört sich auch gut an. Gut, sofern ich jetzt nichts kaputt gemacht habe, sollte das ganze System wieder laufen. Nein. Was läuft nicht? Weiß ich nicht, aber die Drives sind aus. Ja. Warum sind die aus? Hä, ich hab dich angeschlossen. Ja, anders. Warum? Jetzt läuft er. Ah, okay, ja, gut. Mit 32 von 32. Shit. Das Ding ist voll. Warum ist er schon voll? Verdammt, die Dinger funktionieren nicht mit der Dolly. Ne, musst du einzeln alles rausnehmen. Was heißt einzeln rausnehmen? Ich baue die ab. Ja, aber bitte nicht hinter dir her schleppen lassen, sondern drauf achten. Warum denn? Ja, weil ich keinen Bock hab, dass du da irgendwelche Sachen vergeigst. Hat schon immer funktioniert. Ach, nein, bitte nicht. Und er macht's doch. Hast du gerade meine Sachen abge... Ey! Hier. Weil ich nicht damit gedacht habe, dass du einen Magneten an hast. Du! Ich? Oh! Du beschwerst dich ja immer! Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du es recht keinen an hast. Haben wir den Lichtkomp? Was? Lichtkomp haben wir die? L-I-C-H? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warte. Nicht, dass ich wüsste. So. Kommt mir nicht mal durch, weil Mister dann im E-Kabel dann gelegt hat. Ah! So. Die drei kommen auch schon mal hier drüben irgendwo hin. Und der hat immer noch 32 Channel. Warum braucht der Kram so viele Channel? Ach, der Magnet ist aus. Wo soll ich hier hinstellen? Irgendwo ein Kabel hin und dann wieder den Molekularassembler mit dran. Und genau das solltest du nicht machen. Wenn da irgendwelche Rezepte fehlen, ich kill dich. Ja, ich weiß. Deswegen sagt sich der Hauptsache, du hast Magneten aus. Also wie, wo, was? Anweisungen. Den Molekularassembler wieder hinstellen, dann die Interface dran packen, fertig. Den habe ich nicht dabei. Aber dein Ernst? Wo? Irgendwo hier an einem der Teile. Such dir was aus. Okay. So. Ja, ist er da so gut? An einem Detail, du hast gesagt, hier auf einen Detail. Zeig's auf den ME-Controller ran. Ja, auf da soll Detail. Ein Kabel ran. Du musst quasi von ME-Controller ein Kabel abzwacken, da den Molekularassembler ranpacken. Ja, und wo soll ich wissen, dass er da auch bleiben kann, ohne dass er später im Weg ist? Das ist hier alles im Weg. Cool, okay, so fertig. Er steht. Ach, jetzt geht's. Gut. Dann würde ich aber sagen, den Rest so ein bisschen ja, umstellen, alles. Gucken, dass wir hier irgendwie vielleicht nochmal ein oder zwei Channel frei kriegen, da das anscheinend ein bisschen sehr voll ist. Warum auch immer, werden wir dann gleich offscreen mal eben gucken und dann werden wir bis zum nächsten Mal dann hoffentlich das ME-System vernünftig stehen haben und können dann zum nächsten Mal hin auch anfangen, wieder vernünftig zu automatisieren. Was willst du? Das andere ME-Interface, was du abgeluchst hast. Hopp, hopp. Besser. Ah, wollte schon sagen, da fehlt doch was. Boah, bist du anstrengend gerade, ey. Wer? Du! Gar nicht.
So, Clean Room. Aber noch ein Interface. Mann, wie geht das denn jetzt? Meine Güte, noch eins habe ich aber nicht. Ah. Bah, warum klappt das jetzt nicht? Gut, ich werde jetzt gleich in Ruhe mal ausprobieren, weil sonst drehe ich gleich Flame den Hals, glaube ich, um. Hey. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr es gut gehabt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.